Jetzt lauf doch weiter. Dankeschön. Noch eine Etage höher. Ich glaub's nicht. Wie war sein? Wieder wirft keine Granate. Fuck. So. Nee, eins war's. So, sehr schön. War doch toll erledigt. Fast. Aber fast keinen Schaden genommen. So, dann komme ich die restlichen Schweine auch noch eliminieren. La la la. Eigentlich nur noch mit der Überladung welche killen. Ich glaube, die Concept Arts werde ich mir als Hintergrundbild oder sowas machen. Sind Sie sich wirklich sicher, dass Sie mich finden? Wir könnten natürlich noch zurückgehen. Ich hätte wirklich gern einen Schalldämpfer. Da ist nix. Da ist nix. Okay, können raus. Ah ne, weil sie müssen mal lesen. Ich glaube, die sind reingestürmt. Scheiße. Ah, wir können auch crouchen im Grunde. Cool. Lesebrief. Holt unsere Truppen nach Hause. Wir müssen alle Kriegseinsätze in der Übersee beenden und eine Art Friedensabkommen mit den Regimen schließen. Die pessimistische Sicht der amerikanischen Bevölkerung auf diesen Krieg lässt sich nicht leugnen und muss von unseren Anführern anerkannt werden. Sie sollten sich dafür einsetzen, unseren Jungs wieder zurück an die Küste Amerikas zu holen. Lasst uns aufhören, von einem Sieg zu träumen und stattdessen darauf blicken, wie viel Tote ein Sieg kosten würde und wie viel der Krieg bereits gefordert hat. Diese Kriegsanstrengungen sind es nicht wert. Lasst uns den Krieg beenden, solange es noch geht. Holt unsere Truppen nach Hause. Stanley Hopkins, New York, 17. Oktober 1948. Ich will den Schalldämpfer, Schalldämpfer, Schalldämpfer. Ich will den Schalldämpfer. Oh, da ist noch was. Hab ich gewusst, da liegt was. Henry Postkarte, 11. Dezember 1948. Gute Neuigkeiten, Schatz. Das Ratskomitee der Stadt New York hat endlich unseren Listenpreis für Glühbirnen zugestimmt. Sie haben uns ziemlich beschimpft, weil es keinen Preisnachlass gibt. Aber hey, jeder muss eben seinen Lebensunterhalt bestreiten, egal ob Krieg ist oder nicht. Heute Morgen hat mich ein widerlicher Typ angegriffen, sodass ich meinen Kaffee über meinen neuen Anzug verschüttet hatte. Ich musste ihn in die Trockenreinigung bringen und deshalb ein paar meiner Besprechungen auf nächsten Montag verschieben. Ich nehme dann den Zug die Woche darauf. Aber keine Bange. Schatz, ich glaube, dass ich bis Weihnachten zu Hause sein werde. Du weißt doch, wie sehr... Was? Du weißt doch, wie sehr ich mich darauf freue, das besondere Geschenke zu öffnen, das du für mich hast. In Liebe, Henry. Oh, Henry. PS. Ein Hoch auf die Stromausfälle. Unsere Glühbirnen werden noch länger überdauern. Auf der Postkarte befinden sich keine Briefmarken. Aha, hätten wir abschicken können. War kaputt. So.
Ja, Haufen Medipacks hier. Juhu, ist hier noch wer am Leben? Wo geht's denn hier hin? Mhm. Ach, das war das schon vorhin. Ach so. Jetzt verstehe ich das. Da haben wir nichts mehr. Nur Medipack. Hat ja schon ziemlich weggebrutzelt, die Jungs. Ach, hätte ich auch hier rein können. Lol. Achso, warte mal, bin ich wieder da. Junge, Junge, rennt er mit dem Anzug schnell, du. Wie ein abgestochenes Schwein, du. Nochmal Medipacks. Okay. Noch eine Rüstung. Ja, sonst gibt's hier nichts. Sieht alles gut gelootet aus. Noch ein Medipack. Wir sind halt noch auf dem Dampfer, ne? Mhm. Noch eine Rüstung. Ist aber voll. Muss ich da rüber? Hat er eine Ahnung? Hallo? Warte mal, ob ich das rüberlaufen kann. Ach nö, ich hätte es mir voll einfach machen können. Ach, geh doch sterben. Einfach da hoch. Boogie natürlich für einen umständlichen Weg. Naja, das musst du auch erstmal wissen, ne? Kommt halt davon, wenn man Sachen blind spielt. Aber ist ja nicht schlimm. Der ist tot. Oh, der hat noch Munition gehabt. Dankeschön. Da ist auch nichts. Da ist ein... Vor allem, die sehen total unversehrt aus, ne? Glänzen halt noch komplett in Gold. That logic. Da ist nichts. Da ist nichts. Da geht's wieder runter nur. So. Hat gespeichert. Jetzt müssen wir das Sneaky sein. Wer weiß, wer hier ist. Wobei die Kommandanten ja schon mal kaputt sind. Was ist denn das? Rüstungsgegner gefunden. Drücke J. Waffen. Pistole. Ein Standardhandfeuer für häufig Regierungen für eine nützliche Umgebung. Ich habe das Krieger für ein Schalldämpfer. Ja, bitte. Doppelmagazin, Panzerbrechen. Panzerbrechen wäre top. Maschinenpistole, das geht hier. Nagelgewehrtrommel, integrierter Schalldämpfer. Ja, das wäre auch top. Dieselkraftwerk, größerer Tank, Superladung, Zündmunder, Handgranaten, Lasergewehr. Geht noch nicht. Aber Pistole erstmal jetzt einen Schalldämpfer haben, ist toll. Hat er den jetzt auch drauf? Waffen? Verbesserung deaktivieren. Okay, dann ist er jetzt aktiv. Gut. Ich finde es zwar trotzdem noch asozial laut, aber gut. Ist ja nicht meine Entscheidung. Weil sie unter laut und leise verstehen. War das noch von uns? Ich glaube ja. Das war aber nicht mehr von uns. Nächstes Ding kriegt dann der andere einen Schalldämpfer integrierten, wenn schon. Was ist eigentlich da drüben noch? Wollen wir die Drohne wieder im Visier haben? Machen wir kurz. Piu, 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 piu. Ist hier kaputt. Okay, ich dachte, hier wäre was. Unser Panzer war nach der Bombe einer der ersten, wenn er
Echt jetzt? Sie kommen hier nicht drüber? Gibt's doch nicht. Weißt du, da ist ein Gang rüber zu uns, wir kommen da nicht lang. Was ist denn das für eine Logik? Dann schaut sich mal in seinem fetten Anzug mal durchquetscht und dieses unbewegliche Frack, du. Sag mir, wenn ich Alt drück und dann so. Oder so und dann W? Nee, geht nicht. Super. Es hält noch lauter. Könnten wir den von hier aus snipern? Nee, das ist ungefähr in der Richtung. Wird schwer. Oh, eine Karte ist ja schön. Was ist da noch? Oh, Waren. Sehr schön. Super. Brauchen wir auch nicht mehr snipern. Au! Die haben die andere Knarre, nämlich die. Nein, das war Kimbo, nicht Akimbo. Lass war Kimbo weg. Ich bin ein scheiß Kommandant finde. Ja, macht es. Ja, macht es. Lass mal zu Mr. Kommandant. Drecksroboter. Was ist denn der Sack? Wo geht's denn hier lang? Bewegt das Hund sich auch noch. Na, komm schon. Dankeschön. What? Oh, ist leer. Shit. Nur kurz weg hier.
Er hat auf Gewehr. Ne, waren F-Granaten? F an Granaten. Eieiei, bin fast tot. Ja. Viel Spaß damit. Halt die Fresse! Mann! Hast mir ohne nichts Leben schwer. So, auf 2. Alles nachgeladen. Nö. Limit erreicht aber. Nee, ich will keinen Akimbo. Scheiß auf Akimbo. Eins haben wir nachgeladen. Eins ist nachgeladen. 3 ist nachgeladen. Gut, jetzt brauchen wir nur noch eine Ladestation. Falls uns irgendwer noch nicht mitgekriegt hat, ne? Wenn ich es wenigstens halbwegs sneaky killen. So, wo geht's da runter? Limit erreicht mit Äxten, ja, sehr schön. Langer Weg zum State Building. Ach so! Carolina, erleuchten Sie mir den Weg. Wäre nett, weil ich sehe hier nichts. La 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 la. Da ist Hundi. Ja, frisst du Viech! Huch! Warum klettert er? Bin ich nicht Medipacks hier? Doch. Alter! Zum Lesen halten, ja, braucht eine Spannung. Verbindung von Albuquerque Morden zu nationaler Sicherheit. New York, 12. Dezember 1948. Der mysteriösen Albuquerque Morde an 9 hiesigen Professoren im Oktober wurden von Staatsbehörden als das Werk eines vormals zum Militär zugehörigen psychotischen Studenten beschrieben. Eine Quelle mit Kontakten zur Untersuchung verrieten dem S-Enquirer allerdings, dass die ermordeten Forscher in einer geheimen Militäreinrichtung in Los Alamos an dem sogenannten Project Fliegenpilz arbeiteten. Wir haben die Polizeibehörde von Albuquerque um eine Stellungnahme gebeten, diese wurde jedoch abgelehnt. Was das Projekt Fliegenpilz, Project Fliegenpilz, auch sein mag. Wir glauben nicht, dass es etwas mit Straßenplanung New York zu tun hat. Nö, das hört sich eher nach Atombombe an. Ach, ich immer mal. Ich bin auch die alte Steuerung gewohnt. Blöde Drecksviecher. Das waren viel zu viele. Habe ich noch Granaten? Habe ich jetzt keine mehr. Habe alle verheizt. Super. Warum kamen die ganzen Hundis her? Wo ist niemand Gassi oder so? So. Da vorne blinkt was. Kann ich das mitnehmen? Nein, Limit erreicht. Bibibi. Juhu. Ist hier wer? Vor allem die Hunde müssen auch radioaktiv schon total am Arsch sein. Ein Hund dreht durch, alle machen mit. Das ist immer so ganz toll, wie beim Pferden. Eins dreht durch, alle machen mit.